Wo am meisten Fake News verbreitet, ist der Donald Trump. Da ist jetzt jede Statistik, die er hatte, einfach frisiert worden zu seinen Gunsten, damit er nächste Wiederwahl 2020 wieder zum Präsident für die nächsten 4 Jahre gewählt wird. Das ist also der einzige Grund, warum er seine Statistiken frisieren kann, dass er nachher besser angeben kann, noch zu grösseren Mund haben kann, das Mund noch weiter aufreissen kann, damit er nachher wieder Präsident wird. Aber Demokraten sind auch schon parat. Und die werden ihm wahrscheinlich jetzt ein paar Wähler wegnehmen. Und ich hoffe, es wird ein Demokrat gewinnen, so einer wie Barack Obama, das war sehr gut. Das ist eigentlich der, der die Wirtschaft in Schwung gebracht hat. Und der Donald Trump lässt es einfach weiterlaufen und hat nicht einmal so schlecht.